Wunderschönen guten Tag. Wir sind hier heute am Klärwerk hinten in weiß ich nicht was für ein Nest. Ja, und ich hatte einen Traum, dass Richard mal sein Moped vorstellen will, weil ich persönlich finde es schön, hübsch und denke eigentlich, dass es hier im Dorf eins der schönsten Moped ist. In dem Dorf, wo ich nicht weiß, wo wir sind. Ja, und Richard steht jetzt hinter der Kamera und wir machen jetzt mal einen fließenden Wechsel. Deswegen gehe ich jetzt wieder raus aus dem Bild, dann kommt Richard rein ins Bild und dann zeigt er euch mal das Puppen. Da ist er. Moin! So, wie Olli schon gesagt hat, soll ich ja mal mein, wie ich finde, schönes Moped vorstellen. Ich finde es auch schön. Ja, in der Tat. Ein paar Fakten. Moped wie das andere, gell? S50, S50 Lackset. Zum Glück noch mit Originallack. Scheinbremse ist vorne drin. Hinten alles so, wie es mir am besten passt. Hinten ist keine Scheinbremse. Hinten nicht, ne? Ist Trommelbremse. Bevor sich einer aufregt über meine geilen S50 Dämpfer, diesen Harzring erprobt. Für mich das beste Fahrwerk. Ist wirklich so. Fangen wir mal an. Vorne. Fang Telegabel an. Genau, Telegabel. Verbaut habe ich eine Suzuki Telegabel. Wovon ich nicht weiß, von welcher Suzuki die Telegabe ist. Finde ich aber sehr schön, diese Telegabe mit einer Bremsscheibe in Originaloptik. Leider Nachbau, aber was will man machen? Ein Hua Ding. Bremssattel. Jingling. Geht gut, bremst. Ich bin zufrieden. Fährt. Ja. Ein Schnellgasgriff, was jedes Fellmoped irgendwo braucht. Normal. Und eine von mir selber gefräste Lenkerklemmung. Bei dir in der Werkstatt Häme? Bei mir in der Werkstatt Häme, an meiner eigenen Fräse. Ja. Das Wichtigste, das Interessanteste ist natürlich der Motor. Verbaut ist ein 70 Kubik Metrakit Derby Phoenix Zylinder, der eigentlich für Direktmembran gedacht ist, aber der gute ML Tuning, danke nochmal, hat mir dieses Teil umgebaut auf Membran. Wie gesagt, 70 Kubik. Ich fahre das Teil mit einer großen V-Force 3 Membran, ein 30er Polini Vergaser und einem auch von dem Martin gebauten Yasuni R4 Auspuff. Wo derzeit 90,3 PS am Rad anliegen, womit ich sehr zufrieden bin, was sich wunderbar fahren lässt, meiner Meinung nach. Und was ziemlich gut geht. Ja, was ist in dem Motor verbaut? PVL-Zündung, wie der andere auch fährt. Vierganggetriebe, Zylinder hat 44 Hub. Und mein Lieblingsteil, Martin seine S50-Kupplung, die extra umgebaut wurde. Auf S50-Kupplung 6 Lamelle, die wunderbar funktioniert und sich zieht, als wäre quasi. Versuch's mal mit dem kleinen Finger, da sieht man es vielleicht besser. Mit dem Finger. Geht wieder nicht. Geht. Die sich zieht wie Luft. Mega. Greift top, schleift top, geht top. Naja. Ja, wie gesagt, 9,3 PS. Den guten Endschalldämpfer habe ich auch selber gebaut. In meiner Werkstatt zu Hause. Wie das natürlich sein muss. Auspuff ist Yasuni R4, habe ich schon gesagt. Dreimal. Okay. Auf dem Prüfstand am besten Leistung gebracht. Ich bin zufrieden. Ja, das kann man noch erklären. Batterie läuft über Licht. Licht läuft über Batterie. Ach ja, stimmt, ja. Und es funktioniert. Ja. Mach mal den Blinker an. Ja, also es blinkt links auf alle Fälle. Und rechts, da habe ich noch, da ist euch was falsch. Geht nicht. Du hast Mittelblinker. Und hier nochmal der Beweis, Harzring erprobt. Okay. Harzring erprobt. Läuft. Ja. Ja, das war schon quasi. No. Ich denke mal jetzt noch mal ein paar kleine Fahrzehen, oder? Onboard und. Zehn. Zehn. Onboard und auf Onboard. Erprobter Teststrecke. Abgesperrt extra für heute. Oh, Schmolke, ey. Jo, alles klar. Gut. Bis nachher. Winke durch noch mal. Ciao. Tschüss. Thank you.
Winke, winke! Geil! Ja, bisschen. Geht. Gut, aber. So, Richard, willst du jetzt was sagen noch zum Abschluss? Naja, ich hoffe, man könnte ein bisschen was hören, ein bisschen was sehen, wie man kommen könnte. Die Veroberung ein bisschen noch fett. Ein bisschen. Einen guten Mann von ML-Tuning recht geben, dass ich zu hoch gedüst habe. Aber ist alles kein Problem, gell? Läuft ja trotzdem. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also Olli, also ist ja sein YouTube-Ding da, ich mein's. Ja, dich könnte man auch mal wieder öfters sehen. Warum? Ja, weiß nicht, wir könnten mal wieder irgendwas Sinnvolles machen. Das war doch jetzt sinnvoll. Nee, so richtig. Mal auch wieder durch die Prärie, mal wieder verreisen. Ja. Mal wieder Erzberg oder so. Richtig, Vlog. Flock. 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 Alles mach klar. Winke, winke und zeig nochmal deinen Mund. Eigentlich wollte man nur ein Video drehen, gell? Aber? Du machst ja übelst einen Aufriss hier. Ich dachte, das soll eine Ranzbude sein. Wenn du dich bei mir beschwerst, dass der Auspuff dreckig ist. Ich beschwer mich ja über gar nichts. Höchstens über dein Gesicht. Aber. So, jetzt. Jetzt, wenn jetzt noch der Lenker hält, sind wir eigentlich zufrieden.